In der ländlichen Region von Skåne, Schweden, reformieren zwei junge Männer die traditionelle Landwirtschaft. Sie verwandelten diese leerstehende Scheune, in der einst Schweine, Schafe und Kühe gehalten wurden, in eine Fischfarm mit dem Namen Gårdsfisk. Ursprünglich stammen diese farbenfrohen Fische aus Afrika. Heute gehören sie zu den meist nachgefragten Fischen in Skåne, die eine nachhaltige Alternative zu gewöhnlichen Fischzuchten und gefährdeten Wildfischen bieten. Die meist verbreiteten Speisefische wie der Lachs sind Raubfische. Die Gårdsfiskarten aber sind Allesfresser und können primär vegetarisch ernährt werden. Gezüchteter Lachs ist nicht so robust und benötigt oft medizinische Behandlungen. Lachs wird meist in Käfigen auf offener See gezüchtet. Dadurch besteht die Gefahr, dass Krankheiten, Nährstoffe und Antibiotika in das umliegende Wasser gelangen. Nicht zuletzt benötigt Lachs Salzwasser und das Wasser kann daher nicht weiter im Ackerbau genutzt werden. Ganz anders mit dem Frischwasserfisch von Gårdsfisk. Hier werden die Fischabfälle herausgefiltert. 95% des Wassers wird wieder in das System zurückgeführt, während das nährstoffreiche Wasser als Düngemittel auf der umliegenden Ackerfläche eingesetzt wird. Michael und Johann haben das Geschäft 2013 aufgebaut. Zuerst mussten sie ihr ganzheitliches Aquakultur- und Landwirtschaftskonzept durch Trial and Error entwickeln und fein abstimmen. Heute gewinnen sie Preise und sind auch in Supermärkten und in Restaurants vertreten. Da die Nachfrage nach nachhaltigem Zuchtfisch international wächst, wollen die Unternehmer ihre Geschäftsidee weiter vergrößern und lizenzieren. In Kooperation mit landwirtschaftlichen Schulen und verschiedenen Universitäten in Schweden unterrichten Michael und Johann Studenten auf ihrem Weg zur Aquakultur. Die innovative Geschäftsidee von Gårdsfisk könnte für viele Landwirte in Europa, die einer Krise in der Landwirtschaft gegenüberstehen, ein zukunftsweisendes Modell sein. Thank you.